Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben in der letzten Stunde über Fork gesprochen und haben gesagt, dass wir dann ein Fork ausprobieren und in diesem Programm etwas über die Eltern-Kind-Prozesse dann ausgeben und dann schauen, was passiert, wenn man die Prozesse verschieden lang laufen lässt. Gell? Wo sind wir gestartet? Wir sind bei diesem Gerücht gestartet. Gell? Also wir haben ein Fork ausgeführt, gell? Haben nachher geschaut, was der Rückgabewert des Forks ist, gell? Und haben entsprechend dann geschaut, minus 1, eieiei, Fehlerfall, 0, gell? Ich bin das Kind, gell? Und größer 0, gell? Also alle anderen Fälle dann, default, ich bin der Elternprozess, gell? So, und jetzt gehen wir das mal ausprobieren, gell? Also wir geben ein paar Informationen aus, gell? Und dann lassen wir einmal den Elternprozess länger arbeiten und einmal den Kindprozess, gell? Mhm. Jo, das haben wir jetzt gemacht, gell? Das Ganze steckt jetzt in Fork 2. So, schauen wir mal. Und ja, was haben wir gemacht? Ich habe da noch, jo, also Uni STD, gell, das haben wir für Fork inkludiert und dann STD.io und dann haben wir ein Exit, glaube ich, drinnen, ja genau, gell, deswegen auch die STD.lib, gell. Okay, ja, also ich lese aus der Schnittstelle, was der Benutzer übergeben hat, gell, und das erste Argument soll die Anzahl der Sekunden sein, die das Kind jetzt hier wartet vorm Ausstieg und dann das nächste Argument, die Anzahl der Sekunden für den Elternprozess, gell? Mhm. Okay, ja, wenn das eben nicht die richtige Anzahl ist, gell, dann passiert nichts. Mhm. Dann steigen wir raus. Okay, Fork, gell, also wir, also wie im Gerücht, rufen wir es einfach aus, weisen das Ergebnis zu und entsprechend treffen wir dann eine Auswahl, gell? Und zwar, wenn minus 1 zurückkehrt, gell, dann hat Fork nicht funktioniert, gell? Und tschüss, gell? Also minus 2. Wenn 0 zurückkommt, dann sind wir Kindprozess, gell? Und default, dann sind wir der Elternprozess, gell? Mhm. Und was machen wir im Kindprozess? Also im Kindprozess geben wir zuerst mal aus, wer wir sind, gell? Also die eigene Prozess-ID und die Parent-Prozess-ID, also die Prozess-ID des Elternprozesses, gell? Was machen wir anschließend? Anschließend gehen wir schlafen. Wie lang? So viele, wie im ersten Argument Sekunden übergeben wurden. Gell? Okay, dann sagen wir Ende und Tschüss. Und bevor wir raussteigen, gell, geben wir nochmal aus, wer wir sind. Gell? Mhm. F-Flash, gell, damit es nicht im Buffer stecken bleibt und ausgeben wird. Und dann Break, gell, und dann macht man hier drunter weiter und hier haben wir nur mehr ein Return, gell? Mhm. Keine Schleife, nichts mehr. So, der andere Fall, default, gell? Also alle Fälle mit dem Return-Wert, mit dem Rückgabewert vom Fork größer 0. Also wir geben aus, wir sind der Elternprozess, haben eine ID und unsere Parent-Prozess-ID ist diese hier, gell? Okay, und wir haben im Rückgabewert vom Fork die Prozesse, die des Kindprozesses, gell? Also die können wir hier ausgeben, gell? Und dann gehen wir schlafen, so viele Sekunden, wie eben übergeben wurden, gell? Mhm. Dann sagen wir Ende und Tschüss. Okay, ja, dann versuchen wir das mal zu kompilieren, gell? Also, make, ah, hier ist schon ein anderes drinnen, ist egal, machen wir gcc-o fork aus fork 2.c. Er kompiliert. Schön. Ja, dann wollen wir mal eine zusätzliche Shell öffnen. Gell? Und machen wir es etwas größer. Gell? Die machen wir etwas kleiner. Gell? So. So. Okay. Hier rufen wir ein Top auf, und zwar minus D
1, gell? Also minus d, er soll jede Sekunde aktualisieren. Er soll sich also, er soll nicht CPU sparen, sondern er soll ihn schnell aktualisieren. So, hier wollen wir jetzt den Aufruf machen, gell? Also wenn wir Forkauf rufen, dann schimpft er mit uns, gell? Weil wir die Sekunden vergessen haben, gell? Und jetzt sollen wir eins machen. Wir sollen zuerst die Anzahl der Sekunden eingeben, die das Kind wartet, und dann die Anzahl der Sekunden, die der Elternprozess wartet. Ja, oder machen wir es umgekehrt. Machen wir zuerst, das Kind wartet länger, der Elternprozess wartet kürzer, gell? So, gehen wir nochmal zum Top, gell? Also hier haben wir im Top sehr viele Prozesse, gell, die alle stressen, gell? Uns interessiert dann der Prozess, der Fork heißt, gell? So, da machen wir ein O, gell? O, dann fragt er uns, was soll jetzt gefiltert werden, und ich sage, der Befehl, der soll Fork sein, gell? Also er soll alle Prozesse anzeigen, die mit dem Befehl Fork aufgerufen wurden. Gell? So, lassen wir mal schauen. Wir haben jetzt keine, gell, weil unser Prozess läuft ja noch nicht. Gell? So, wenn wir das jetzt starten, also 20 Sekunden wartet das Kind, 10 Sekunden der Elternprozess. Gell? So, wir starten es. Wir bekommen, der Elternprozess hat 16.708, Kindprozess 16.709. Beide sind da, beide sind sleeping, hoppala, jetzt ist schon der Kindprozess, nein, der Elternprozess weg, jetzt haben wir das 709 noch hier, gell, und, ja, und jetzt sind sie beide weg, gell, jetzt wollen wir das nochmal wiederholen, gell? So, also muss ich in die richtige Schale gehen, gell, so, oder gehen wir die Ausgabe nochmal kontrollieren, gell, und zwar, in der Ausgabe sehen wir, Kindprozess hat 16.709, gell? Und jo, das ist doch die Ausgabe des Kindes, und das ist die Ausgabe des Elternprozesses, gell? Mit der Prozess-ID des Kindprozesses als Rückgabewert von Fork, gell? Also erfahrt der Elternprozess, was die Prozess-ID des Kindes ist, gell? So, ja, bis hier nicht so interessant. Interessant ist dort unten die letzte Ausgabe. In der letzten Ausgabe sagt das Kind, ich bin 16.709, gell? Okay. Und dann sagt es, Moment, Prozess-ID, also Parent-Prozess-ID, Elternprozess-ID ist 1995. Brr. Warum 1995, gell? Das war ja der Elternprozess, 16.708, gell? Aber der Elternprozess, der ist weniger lang gelaufen als das Kindprozess, gell? Also Kindprozess 20 Sekunden, Elternprozess 10. Das heißt, am Ende, als das Kind dann die letzten 10 Sekunden gelaufen ist, dann ist es ein verwaistes Kind geworden und wurde vom Prozess 1995 adoptiert, gell? Wenn wir das mal anschauen wollen, gell? Also, machen wir hier mal ein PSAUX grep 1995 war es, gell? Ja. So, wer ist das? Abstart heißt der. Und er gehört dem Karl, gell? Okay, ja, gell? Und wollen wir mal schauen da. Also, PS3. So, das gehen wir nach Less schicken, gell? Und jetzt suchen wir mal nach Upstart, gell? Und da schaut's mal, gell? Also da mal Like DM. Das ist meine Anmelde. Maske da, gell, so, und Upstart, gell, wird dann direkt dort dran gehängt, gell, und dort hängen dann alle meine Prozesse drinnen, gell, und, jo, das ist alles Firefox, das ist alles mein Benutzer, gell, also das heißt, dieses Upstart ist also mein Prozess, der bei der Anmeldung gestartet wird, da, gell, also like dem, gell, ist also gehört so
zur Anmeldung, die Maske und ab Start ist dann der Prozess, zu dem alles dazugehört, gell? Also es gibt auch viele Bücher, die schreiben, ein verwaistes Kind wird direkt an Init gehängt, gell? Dass also Init immer dann der Elternprozess dieser verwaisten Kinder wird, gell? Also hier steht Systemd als erster Prozess ganz oben, gell? Ganz oft in Unix ist es der Prozess Init, gell? Also auf jeden Fall, wenn der Elternprozess früher aussteigt als das Kind, gell? Also der Elternprozess stirbt vor dem Kind, dann haben wir ein verwaistes Kind, gell? Und ein anderer Prozess, gell? Wird dann das Kind adoptieren, gell? Armer Prozess, gell? Mhm. So, dann gehen wir das wieder kleiner machen. Und ja, hier läuft immer noch unser Top, das noch vorgesucht. Und jetzt gehen wir das mal umdrehen. Jetzt gehen wir den Kindprozess 10 Sekunden laufen lassen. Oder auch, ja, lassen wir 10 Sekunden laufen, den Elternprozess 30. Gell? Mhm. So, wir starten. Gell? Wir bekommen sofort Elternprozess 16.790, Kindprozess eines größer, gell? Also 16.790 Elternprozess und Kindprozess. So, die 10 Sekunden sind um, gell? Aber Kindprozess ist immer noch da, gell? Hat aber keinen Speicher mehr, gell? Hat den Speicher verloren und ist ein Z geworden. Z wie Zombie. Also, wenn sich so, und jetzt ist der Elternprozess ausgestiegen und zugleich ist dann auch der Zombie weg. Was ist denn jetzt passiert? Gehen wir das nochmal aufrufen. Gell? Also am Anfang haben wir beide Prozesse. Gell? Also Kindprozess hat die ID um 1 größer. Wir sehen, Shared Memory hat es keines. Gell? Shared Memory ist also der geteilte Speicher vom Elternprozess. Und jetzt nach 10 Sekunden, gell, ist Schluss. Auch der andere Speicher wird freigegeben und der Kindprozess wird ein Zombie. Das ist vorher nicht passiert. Gell? Aber jetzt, wo der Elternprozess länger läuft als das Kind, gell, wird das Kind nach dem Exit, nach Beendigung, ein Zombie. Gell? Warum denn wohl? Ja, das wollen wir mal anschauen. Und zwar, was ist denn hier passiert? Es ist passiert, dass das Kind dem Elternprozess ein Signal geschickt hat und gesagt, ich habe mich beendet. Gell? MAN7-Signal. Gell? Und ja, das ist das Signal SIGCHILD. Gell? Okay, also SIGCHILD ist also ein Signal, dass der Elternprozess bekommt, wenn sich das Kindprozess beendet. Gell? Und ja, und der Elternprozess, der hat das nicht berücksichtigt, der hat gar nichts gemacht. Gell? Und das arme Kind, gell, das bleibt hängen als Zombie und wartet auf Erlösung. Gell? Und zwar wartet es so lange, bis der Elternprozess auf das Signal reagiert, gell? Und dann wird das Kind dann erlöst. Gell? Mhm. Und wie kann das der Elternprozess machen? Hier gibt es zwei Funktionen. Gell? Also es gibt Wait und Wait Bit. Gell? Und die sind beide in der gleichen Manpage drinnen. Gell? Also Wait und Wait Bit, gell? Also gibt es auch noch Wait ID, alles lassen wir mal weg. Und das Einfachste ist das Wait, man gibt einfach, man ruft das Wait auf, gell? Und dieses Wait ja, verlangt dann einen Zeiger auf eine Integer-Variable und gibt dann eine Ganzzahl zurück, gell? Und ja, daraus, gell, wenn wir jetzt den Rückgabewert suchen da, gell, Return Value, gell, also unsuggest, gell, wenn also ein Kind erlöst wurde, returns the process ID of the terminated child, gell. Also wenn wir mit wait, wenn wir wait aufrufen, gell, wait blockiert die Ausführung und wartet, bis ein Kindprozess beendet wurde. Und anschließend, gell, bekommen wir dann als Return-Code den Kindprozess
des, also die ID, die Prozesse, die des Kind-Prozesses zurück, gell? Wenn es gut funktioniert hat und sonst im Fehler voll minus 1, gell? Mhm. Ja, also, das wollen wir mal ausprobieren, gell? Mhm. Und ja, programmiert das dann auch, gell? Und dann werden wir das besprechen, wie das funktioniert hat, gell? Ja, gute Arbeit.